Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Simba, dem Richback. Und ja, wer Simba bei Instagram folgt, der weiß, es gab offensichtlich eine Verletzung am Hund, einen Unfall. Und ich will euch jetzt auch nicht ewig lang auf die Folter spannen oder sowas, was da passiert ist. Und deswegen ziehe ich jetzt einfach quasi mal das Video vor und erzähle einfach mal, was passiert ist. Das meiste werden wir wahrscheinlich drin machen müssen, weil es relativ viel Betrieb hier draußen und ich muss halt auch ein bisschen auf ihn gucken, wie er sich jetzt hier so macht mit seinem Verband. Ja. Und dann erzähle ich gleich noch was dazu. Ja. Ja, dann will ich mal schildern, was denn überhaupt passiert ist oder wie sich das so für mich dargestellt hat. Ja, ich war ja also am Arbeiten, wie das halt so ist. Und das war so 16 Uhr etwa und da hat mich meine Frau angerufen auf dem Handy und da wusste ich schon, es muss irgendwas sein, weil also die ruft mich aus Spaß und Jux an, schon gar nicht so in meiner Arbeitszeit. Ich konnte allerdings nicht rangehen, ich hatte noch ein geschäftliches Telefonat zu führen und habe dann ein paar Sekunden später, habe ich dann meine Frau zurückgerufen und ja, dann war so der Einstieg, diese drei Worte, Simba ist verletzt. Und dann sitzt man natürlich erstmal hier, man weiß ja erstmal gar nicht, was los ist und habe ich natürlich direkt gesagt, okay, wo seid ihr? Soll ich euch abholen? Ja, also ich wusste ja, die waren im Wald und eigentlich darf man da nicht so einfach reinfahren. Man kommt auch nicht so einfach da rein, aber zur Not, also hätte ich das auch gemacht, ja, weil ich meine, er wiegt nun mal knapp 40 Kilo. Die nach Hause zu tragen, das wäre also keine Option gewesen. Und sagte Alex dann, also meine Frau, also er kann laufen, humpelt aber. Und es war wohl so, dass er, um das jetzt also in chronologisch nachvollziehbaren Schritten zu erzählen, nehme ich das jetzt einfach mal vorweg. Es war also so, dass der im Freilauf war, im Wald. Und plötzlich hat er also richtig geschrien, ja, so richtig gekrischen, ja. Und kam dann zu meiner Frau gehumpelt, hat sich dort zwischen die Beine gedrückt und mit eingezogener Rute dann da erstmal gestanden. Meine Frau wusste natürlich auch erstmal gar nicht, was los war und hat dann halt festgestellt, okay, er humpelt. Er kann sich also zumindest fortbewegen und zwar aber irgendwas mit seinem Vorderlauf. Ne? Also das hat man dann schon wohl erahnen können. Ich habe auch Bilder ein bisschen gemacht und werde das jetzt einfach mal so einspielen, wie sich das für mich dann dargestellt haben, als die zwei denn nach Hause gekommen sind. Ne? Also die waren dann hier. Und so hat sich das dann für mich dargestellt. Ja, also das war jetzt natürlich nur eine ganz kurze Sequenz. Also ich denke, das ist wohl auch nachvollziehbar für jeden, dass man dann natürlich erstmal mit seinem Verstand einfach beim Hund ist und jetzt nicht unbedingt daran denkt, da mit dem Handy drauf zu halten, beziehungsweise ja, mit einer Kamera oder sowas. Also da gibt es halt jetzt einfach nicht viel Bildmaterial. Ja, sorry an der Stelle, aber ich denke, die Gründe dafür, die kann man ganz gut nachvollziehen. Also auch wenn man jetzt kein Hund hat. Ja. Naja, also jedenfalls, man hat also festgestellt, er humpelt. Bei genauerem Hinsehen hat sich dann auch ergeben, also dass sehr gut zu erkennen war, dass also eine Zehe an der Vorderpfote ganz merkwürdig abstand. Ich blende da mal ein Foto ein, was ich gemacht habe hier zu Hause noch. Ja, da sieht man also die Zehe. Die steht also seitlich ab, das ist so nicht normal. Und mein erster Gedanke, unser erster Gedanke war dann, dass also die Zehe gebrochen sei. Der nächste Schritt war dann natürlich, nach dem Tierarzt zu schauen. Wie das oft so ist in so Notsituationen, sage ich mal, das passiert natürlich dann, wo die Tierarztpraxis nachmittags zu hat, ist ja klar. Also die Tierarztpraxis hatte zu. War jetzt aber auch nicht so dramatisch. Ich habe dort angerufen, es gibt also eine Notfallnummer. Und also wir haben auch einen guten Tierarzt, das muss ich auch dazu sagen. Also da sollte man sich auch einen suchen, dem man vertraut, wo man auch weiß, dass man da geholfen bekommt. Ja. Und das war dann auch der Fall. Wir haben dann also einen Termin gemacht, dass wir uns dann doch noch in der Praxis treffen. Obwohl die schon zu hat, ist ja also extra für uns dann in die Praxis gekommen. Wir mit dem Simba dann natürlich auch dorthin. Und ja, dann sind wir dann erstmal auf den Behandlungstisch dann da. Da habe ich auch ein kurzes Video von. Ich spiele es auch eben mal ab. Das war ein Moment, da waren wir kurz alleine, weil der Tierarzt, man hört ihn vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund, war am Telefonieren mit einem anderen Patienten, um da halt irgendwas zu klären wegen der Kastration oder so. Und in dem Moment hatten wir halt kurz für uns
Und den habe ich genutzt, um da kurz ein Videoschnipsel draus zu machen. Ja, da war er jetzt relativ ruhig. Wir mussten also erstmal ja abchecken, was überhaupt dann jetzt los war. Und der Tierarzt hat dann also versucht, das zu erfühlen. Aber jedes Mal, wenn er also in die Nähe dieser Stelle gekommen ist, dieser Zehe, dann ist unser Hund in absolute Panik verfallen. Also ich meine, ich kenne ihn ja, er würde niemals irgendwie ernsthaft da zubeißen oder so. Aber klar, wenn er natürlich dann in die Richtung auch mal schnappt oder so. Und man den Hund jetzt auch nicht so gut kennt vielleicht, dann ist das ja nicht angenehm. Das verstehe ich natürlich auch den Tierarzt. Also das war relativ schwierig für uns alle. Letztlich haben wir uns dann entschieden, das zu röntgen. Wir hätten eigentlich gerne zwei Aufnahmen gemacht, also eine von oben, eine von der Seite, aber auch das war ein ziemlicher Kampf mit ihm. Und so ist es bei einer von oben geblieben erstmal. Ich blende die auch jetzt an der Stelle mal ein und vielleicht geht euch das wie mir. Ich kann auch so Röntgenbildern und Ultraschallbildern erstmal nicht so viel erkennen. Aber es betrifft also den Bereich, den ich jetzt hier mal markiert habe. Da sieht man also, das ist kein Bruch der Zehe, sondern die Knochen, die sind also ja, aus dem Gelenk gehüpft. Ja. Also man hat sich das also ausgekugelt. Ja. Also ich bin kein Mediziner, aber ich mache das einfach mal mit meinen eigenen Worten und ich hoffe, das ist einigermaßen nachvollziehbar. Also das Ganze hat sich also ausgekugelt aus dem Gelenk. Man kann das da schön erkennen, weil also eine Lücke ist zwischen den zwei Knochen. Da sollte also eigentlich keine sein. Und der weitere Verlauf der Behandlung war dann wie folgt. Wir haben uns dann entschieden, den Simba zu sedieren, also in ja, einen kurzen Schlaf zu versetzen. Und dazu hat er also so ein Narkosemittel bekommen, direkt in die Vene. Und das hat dann also, keine Ahnung, 10 Sekunden gedauert, dann war der weg. Ne? Also hat er gepennt. Und in dieser Zeit hat der Tierarzt diese Zehe wieder eingerenkt. Also ein sehr schmerzhafter Vorgang eigentlich. Also von daher, ja, war das halt auch nicht das Schlechteste, den dann zu sedieren in der Zeit. Und nachdem dieser Vorgang dann abgeschlossen war, haben wir uns dazu entschieden, zur Kontrolle nochmal zwei Röntgenbilder, eins von oben und eins von der Seite, das war dann ja problemlos möglich mit dem schlafenden Hund, zu machen zur Kontrolle, um auch sicherzugehen, dass es wirklich wieder so ist, wie es sein soll. Davon habe ich jetzt leider kein Bild gemacht von dem fertigen Zustand. Ja, also das war auch relativ dunkel und ja, wie schon gesagt, also man ist dann vielleicht auch einfach nicht so abgeklärt, dann zu sagen, ja, ich mache jetzt da jetzt von allem dann ein Foto und ein Video und keine Ahnung was. Also ist wohl nachvollziehbar, denke ich doch. Naja, jedenfalls war das dann in Ordnung, also es sah gut aus. Nur ist es aber so, dass so ein Gelenk ja zusammengehalten wird von Sehnen und Bändern und sowas, ja, und das kann man sich vorstellen wie bei einem Küchengummi vielleicht, ja, also wenn das Gelenk da raushüpft aus seiner eigentlichen Position, dann sind diese Gummibänder sozusagen, die das also alles zusammenhalten, die sind dann überdehnt, also ausgeleiert und man kann das nicht einfach jetzt so lassen. Aus dem Grund hat er also jetzt um seine Pfote rum einen Verband. Da steckt eine Schiene drin, so eine biegsame Schiene. Man kennt die also vielleicht auch aus der Humanmedizin, da gibt es die auch, wenn man, ja, wenn man schnell irgendwie erstmal was stabilisieren möchte und die steckt also da drin in diesem Verband. Man kann das jetzt natürlich überhaupt nicht sehen, ist ja alles eingepackt da drin. Ja. Aber da ist also so eine Schiene drin, darum dann nochmal ein Verband und darum dann nochmal dieses blaue Gewebe. Das ist einfach nochmal ein Schutz für den Verband, ja, dass er das nicht so leicht auseinandergeknibbelt bekommt. Ja. Und was ihr eingangs gesehen habt, wie ich mit ihm im Wald war, das ist also so ein Provisorium gewesen. Wir haben da einfach eine Socke drüber gestülpt. Also erstmal eine Tüte, dann eine Socke und nochmal eine Tüte. Und das hat gehalten von 12 bis Mittag. Das ist also eine ganz blöde Lösung. Und wir besorgen uns als nächstes jetzt so einen Hundeschuh, dass wir ihn den anziehen können, damit der Verband halt weitestgehend unbeschädigt bleibt während des Gassigehens. Und ja, dass der sich halt nicht auflöst, wenn er dann draußen da unterwegs ist. Weil, ich meine, auf eine Gassi-Runde kann man einfach nicht verzichten. Er muss ja seine Geschäfte erledigen, ja, ob groß, ob klein. Und das ist nun mal ein Hund, der muss halt nun mal auch raus. Ja.
Das bedeutet für ihn jetzt allerdings auch, mit seiner Verletzung hat er jetzt gewonnen, dass der mindestens mal 2 Wochen keinen Freilauf bekommt, weil also so geht's einfach nicht. Wenn er seine 40 Kilo da in Wallung bringt und da irgendwie jetzt losspurtet oder so, dann tun wir ihm keinen Gefallen damit. Er würde dann sich wahrscheinlich damit mehr schaden als irgendwie nutzen. Und deswegen gibt es jetzt also 2 Wochen mindestens keinen Freilauf, vielleicht sogar noch eine dritte. Der Arzt hat uns das so erklärt, dass es also in der ersten Woche alles relativ schnell heilt. Also da macht man einen relativ großen Fortschritt in der ersten Woche. In der zweiten Woche dann nur noch einen ja ziemlich kleinen. Also wird es jetzt etwas langsamer gehen, dieser Heilungsprozess. Und in der dritten geht es dann ganz langsam. Aber dann sollte er es auch eigentlich überstanden haben. Also ich habe jetzt hier leider kein Holz, auf das ich klopfen kann, aber ja, drücken wir immer die Daumen, dass das möglichst schnell geht. Schmerzen hat er Gott sei Dank wohl keine. Also er läuft auch ja normal, in Anführungsstrichen, wie man halt eben jetzt läuft mit so einem eingepackten Fuß. Ne? Man hat das so ein bisschen gesehen in dem Video eingangs, wo wir draußen noch unterwegs waren heute Morgen. Ich kann euch jedenfalls sagen, das ist ziemlich nervenaufreibend. Ja? Also es ist halt ein Familienmitglied und man sorgt sich natürlich darum und das geht aber alles sehr nah und wir waren auch beide, oder nicht nur beide, alle drei, ne? Der Sohnemann hat das natürlich ja auch alles mitbekommen, ziemlich fertig an dem Abend. Das war wirklich, also als hätten wir irgendwie einen Marathonlauf oder so hinter uns. Also richtig, richtig fertig sind wir nach Hause gekommen. Also um 4 Uhr ist das etwa passiert, um 5 waren wir beim Tierarzt und ich habe leider nicht auf die Uhr geguckt, wenn wir wieder zu Hause waren. Ich würde mal so schätzen, vielleicht so gegen 6 Uhr wird es, also 18 Uhr wird es wohl gewesen sein, dass wir zu Hause waren. Und wir waren wirklich richtig, richtig fertig. Wir haben dann noch eben eine Portion gegessen. Und ja, dann war man im Prinzip auch so weit ins Bett zu gehen, wenn wir so fertig waren. Ne? Also das nimmt einen schon mit. Was ich an der Stelle auch mal erwähnen möchte, ich werde auch relativ oft gefragt, wie sind denn so die Kosten von so einem Ridgeback? Also ja, wie sind so die Unterhaltskosten sozusagen? Und ich will jetzt nur mal sagen, diese ganze Behandlung jetzt beim Tierarzt, wir müssen da aber auch nochmal hin, hat jetzt etwas über 300 Euro gekostet. Ne? Das sind natürlich dann die Röntgenbilder, das Sedieren, das Einrenken und so weiter. Das sind ja alles Extrapositionen. Dann gegebenenfalls auch, dass man dafür bezahlt, dass es halt ein Notfall war, also weil der extra sich in die Praxis bemüht hat für uns, obwohl geschlossen war und so weiter und so fort. Das kommt dann vielleicht auch alles dazu. Und so ist man dann also bei einem Kostenblock jetzt bei uns von etwas über 300 Euro gewesen. Aber das sind natürlich Sachen, ja, also wenn man Glück hat, passiert einem das hoffentlich nie. Und wenn man Pech hat, passiert einem das irgendwie 2, 3 Mal im Jahr, dass man irgendwie zum Tierarzt muss mit einer ja, größeren Geschichte in Anführungsstrichen. Deswegen ist das halt einfach auch so schwer zu kalkulieren. Also da bitte ich drum, ja, dass da niemals eine vollständige Auflistung oder Aufzählung dieser Kosten erfolgen kann. Das geht einfach nicht, weil das so individuell ist. Was ich noch gesagt haben möchte, also ich sagte ja schon, dieses Provisorium mit der Socke, das ist richtig, richtig für die Füße. Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes ist also Mist. Meine Frau ist heute unterwegs und besorgt so einen Hundeschuh. Ja, da gibt es so welche aus Neopren und wir hoffen mal, dass wir da einen finden, der passt. Der ist ja relativ groß und mit dem Verband da ringsrum. Also wie gesagt, man sieht es halt nicht so toll, aber das ist natürlich dann jetzt nochmal dicker. Ne? Das ist ja, also man braucht einen relativ großen Schuh dafür. Ja, aber so stellt sich das im Moment dar. Und ja, ich wollte jetzt wenigstens loswerden, was denn los ist. Nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie unnötig sorgt oder sowas. Ja, also es geht ihm ja soweit gut. Und das wird wohl aller Voraussicht nach auch komplett wieder ausheilen, ohne irgendwelche bleibenden Schäden. Also da drücke ich ihm jetzt auch mal die Daumen oder uns die Daumen und hoffe einfach mal das Beste. Ich würde mich an der Stelle verabschieden. Wenn ihr noch Fragen habt oder sowas, haut es in die Kommentare, dann gehe ich da sicherlich auch nochmal drauf ein. Und ja, sag einfach mal Tschüss an der Stelle. Ciao.